Hallo Leute, zu einer neuen Folge von Let's Survive Green Hell. Die letzte Episode war, gelinde gesagt, extrem aufwühlend emotional. Bei unserer letzten Traumsequenz haben wir erfahren, dass unser Anthropologe Jake Higgins ein Heilmittel gefunden hat, das die Welt retten sollte. Das Gegenteil ist passiert. Ich wurde verantwortlich für den Tod von ein paar Menschen. 150 Millionen an der Zahl nämlich. Ganz schön harter Stoff, den ich da schlucken muss. Ich weiß nicht, ob ihr es mir vielleicht in der letzten Episode angesehen habt, dass diese Zwischensequenzen mir ganz schön an die Nieren gegangen sind. Der Witz ist, jetzt soll es so weitergehen. Am Ende haben wir erfahren, um noch mehr darüber zu erfahren, was hier passiert ist, sollten wir an diesem zeremoniellen Ort tatsächlich nochmal einen Trip starten. Ich habe off the record schon die Zutaten dafür gesammelt und auch die Stöcke, um ein Lagerfeuer zu basteln. Damit wollte ich euch echt nicht langweilen, weil das haben wir jetzt schon oft genug gemacht, dreimal nämlich. Ich weiß nicht, was jetzt hier noch Schlimmeres passieren soll. Im Vergleich zu dem, was wir in der letzten Episode erfahren haben. Wirklich nicht. Also ich bin wirklich extrem gespannt, worauf das alles jetzt hinauslaufen wird. Und hoffe, dass das jetzt nicht so schlimm wird. Also jetzt bitte einfach eine gute Nachricht. Irgendwie, wie kommen wir hier raus? Wie finde ich Mia? Und ist es wirklich wahr, was ich in meinem letzten Traum gesehen habe? Bin ich wirklich für diesen Massentod auf dem Planeten verantwortlich? Wenn das so wäre, aua, das wird spannend. You're gonna miss them again. Mia, where are you? You'll stay here with me again. Is that what you want? No, no, not again. Just tell me what happened. Ja, würde ich auch gern wissen. You cured me. You gave me back hope. I could taste and smell again. I could eat without throwing up. Those were the best 6 months of my life. And you were by my side the whole time. Wisst ihr, was ich langsam befürchte? Ich muss natürlich rausfinden, was ich jetzt hier tun soll. Kerzen auspusten? Ah ja, natürlich. But Jake, I feel it coming back. I'm afraid of it. I lived, but felt dead. I can't go through all that again. I can feel the same grip on my throat. I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Every patient of a Molochorp became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. You left me here. You left me alone to die. You wanted to save me again, but what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? What the? What happened here? Everything we do makes the tribe suffer.
Ich habe ihre Geheimnisse verkauft. Meine Güte, ist das wegen meinem Buch? Oh my God. Is that because of my book? It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here? Of course I do. By boat. With you. We put up a tent and... Are you sure? I don't understand. How long have you been here? Mia... You know I can't remember. Just tell me. Ich habe den Verdacht, bevor ich jetzt hier reingehe, ich habe den Verdacht, dass Mia längst tot war. Als wir in den Dschungel gegangen sind. Dass ich komplett am Rad drehe. Das erklärt auch, warum Dr. Smith, oder wie er hieß, gesagt hat, dieser Higgins, der dreht komplett durch. Ich muss ihn, glaube ich, beruhigen. Man hat auch Mia ja eigentlich nie wirklich richtig gesehen, ne? Im Tutorial. Immer nur durch die Zeltplane durch, durchs Lagerfeuer durch. Vielleicht ist es alles ein Hirngespinst. You were certain you would find the cure. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Maybe it'd be easier to just push it all away. Yeah. Forget. Yeah. Start again. Das waren die ersten Notizen, die wir hatten, ganz am Anfang im Spiel, beim Tutorial. Und wir sind jetzt, glaube ich, hier gerade zurück in unserem Zelt. Hier habe ich die Uhr aufgesammelt, das Geschenk von Mia. Hier ist der Schlafbereich. Und in der Tat darf man sich die Frage stellen, wenn man für den Tod von 150 Millionen Menschen verantwortlich ist, wie geht man damit um? Wie geht die Psyche damit um? Lauf doch jetzt bitte nicht zu meiner toten Frau. Yeah, are you? What happened? You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Es tut mir leid. Ich habe deshalb... Es gibt das andere Ende. Ich hätte wohl vorher diese Blutprobe mit der Frucht, wo ich glaube, welche sie ist,
kombinieren sollen, um das Heilmittel zu finden. Dann wäre diese Dialogoption vielleicht... verdammt. Ich glaube, daran hat's gelegen. I'm sorry. I don't have a cure. I just wanted to find you. Then come. I'm waiting for you. Oh je. Da habe ich's wohl tatsächlich verkackt. Wer konnte das auch ahnen? Dass ich diese Zwischensequenz ausübe. At last. Ohne vorher dieses Heilmittel gefunden zu haben. You found me. Isn't that what you wanted? What? Can you feel him watching? What the fuck? Boah, ist das gruselig. Just calm down. Die verschlossene Tür zum guten Ende. Nothing else mattered. And even though you don't want to remember, you didn't stay at the airstrip. I wish I could. I swear. Please, let's get back to the airstrip. Where are you? You are pathetic. Where I've been all along? God damn it, if I lose you, then everything here was for nothing. You can't save her. Boah, ist das finster und fies. You killed them. Look at them. Look at all the people you killed. I will fix all of this. How many times have you failed? Jake, give up. Please, just give up. Just give up. Go away! Oh mein Gott. No, no, please stop. How many times have you been here? I said stop! How many times have you tried? Stop it! You can't save me! There is no one you can save. You can't even save yourself. Oh, that hurts, doesn't it? Leave me alone! Just the way you left her? Alone in the hospital, waiting to die. No, 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 no. She begged you for mercy, and you left her! I wanted to fix this! Will you? Oh, no, don't listen to her. You can't fix it! Yes, I'll find the cure. Just give me another chance. There is no cure! Then go. You are murder. What are you waiting for? Murder! Don't go there! You are murder! Murder! I'll fix this. Wait for me. Just a little longer. I swear. Get back here. Fuck. You can't fix it. Fuck. You'll never get back. You listening to me?
Ich habe gerade eine etwas zittrige Stimme. Wow. Das also war der Story-Modus von Green Hell. Ich habe es leider nicht geschafft, das Spiel zum Guten zu Ende zu bringen. Ich habe tatsächlich kein Heilmittel gefunden. Ganz schön heftig. Also ich muss sagen, wow, ein fettes Chapeau an Creepy Jar, die Entwickler von Green Hell, dass sie es geschafft haben, ein Survival-Spiel zu entwickeln, das nicht nur technisch wirklich herausragend ist und auch spielerisch in Sachen Game Design, Mechanik, Survival, Anspruch, Vielseitigkeit, Motivation, sondern auch, und das ist unüblich für das Genre, eine Story zu erzählen, die toll anfängt, sich wahnsinnig schön weiterentwickelt und vor allen Dingen gegen Ende, ich meine, habt die letzten drei Episoden auch gesehen, unfassbar heftig und krass sind in Sachen Emotionen, die einem aufgebürdet werden als Spieler, die dann auch noch gipfeln in so einem extrem fiesen Finale und Ende. Respekt. Also das ist wirklich, das passiert mir selten, dass ich so, sagen wir es mal, sprachlos bin, weil ein Spiel mich so emotional aufgerüttelt hat, wie es das jetzt getan hat. Das ist schon lange her, wo mir das letzte Mal passiert ist. Und das ist das größte Lob, das ich, glaube ich, diesem Spiel machen kann. Wahnsinnig toll. Also ich, jetzt wo der Abspann läuft, würde mich auch mal eure Meinung dazu interessieren. Was haltet ihr von Green Hell und auch von der Story hier im Speziellen? Und nicht zuletzt auch würde mich interessieren, was ihr von der Videoreihe gehalten habt. Sie ist jetzt hiermit zu Ende. Tatsächlich ein kleines bisschen schneller, als ich vermutet habe. Aber wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Soll aber nicht heißen, dass es nicht bald wieder ein Let's Survive geben wird zu einem neuen, sehr, 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 sehr spannenden Survival-Spiel. Da kommen bestimmt noch ein paar. Ich habe schon einige in der Pipeline, die dafür interessant wären. Ja, das war's von meiner Seite hier aus im So Let's Survive Story Mode Green Hell. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. So viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Spielen. Sagt Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich wirklich über einen Daumen von euch freuen. Und sagt Tschüss und bis zum nächsten Video. Macht's gut.